Hallo, heute ist mein Tag im Booktube Sommercamp. Also heute darf ich euer Camp-Programm bestimmen, wenn man so will, und freue mich sehr darüber. Das Booktube Sommercamp ist eine Reihe von Videos von ganz verschiedenen Booktubern, die euch ein bisschen was zum Thema Sommer, Urlaubs, Ferienlektüre empfehlen. Das Wort hat mir gefehlt. Was auch immer euch da so interessiert, es dürfte dabei sein. In meiner Infobox findet ihr auf jeden Fall alle Teilnehmer verlinkt, bei denen ihr in den nächsten Tagen mal vorbeischauen könnt oder deren Videos ihr nachgucken könnt, weil sie schon erschienen sind. So viel zu der ganzen Aktion. Ich finde, man kann gar nicht genug Buchempfehlungen haben. Gut, ehrlicherweise, das Konto leidet vielleicht ein bisschen, aber mir geht es selbst gerade so, wenn man in den Urlaub fliegt, fährt, was auch immer, oder einfach nur Urlaub zu Hause hat, es ist ja völlig egal. Gerade dann möchte man natürlich am liebsten zu Büchern greifen, die einen so richtig fesseln, die einen gar nicht mehr loslassen und die diese Zeit irgendwie noch mal ganz besonders machen. Und natürlich sind das für jeden ganz unterschiedliche Bücher, deswegen habe ich auch versucht, eine kleine Auswahl an unterschiedlichen Themen und Ansprüchen zu treffen, bei der vielleicht für jeden von euch was dabei ist. Bei mir soll es darum gehen, dass man im Urlaub endlich mal Zeit hat für die ganzen dicken Bücher, die, wie es uns fast allen so geht, besonders viel Zeit auf dem Sub verbringen, weil, naja, man irgendwie dann doch Sorge hat, zu so einem dicken Buch zu greifen, man nicht genau weiß, gefällt es einem, hat es dann doch irgendwelche Längen, man verbringt damit so viel Zeit, hat man überhaupt den Kopf dafür, in der Zeit könnte man drei andere Bücher lesen, was auch immer. Es gibt eigentlich keine logischen Gründe. Deshalb zeige ich euch jetzt ein paar dicke Bücher, bei denen es mir bei allen so ging, dass ich nur so durch die Seiten geflogen bin. Ich habe sie nicht unbedingt alle im Urlaub oder im Sommer gelesen, aber ja, wenn man so am Strand oder am See rumliegt oder auf dem eigenen Balkon, kann man doch auch mal was Dickeres zur Hand nehmen. Ich würde mal mit dem Klassiker anfangen, den ich ausgesucht habe, und das ist Sturmhöhe von Emily Brontë. Nicht unbedingt ein Sommerbuch rein thematisch und inhaltlich, denn letzten Endes geht es hier vom Wetter her eher wild und rau und ungemütlich zu. Aber es ist einfach ein sehr, sehr toller Klassiker. Klassiker sind ja eh immer so eine Sache. Wenn man nicht unbedingt ein grundsätzlicher Klassiker-Liebhaber ist, greift man vielleicht sowieso seltener dazu, weil man sich fragt, ob der Anspruch für einen passend ist, ob man es gut verstehen kann. Ich selbst habe auch ehrlich gesagt keinen Bedarf daran, mich hardcore durch Bücher durchzuackern, sondern ich will sie schön fließend lesen können und verstehen können. Und das ist bei Sturmhöhe auf jeden Fall der Fall, und ich habe wahrscheinlich noch nicht mal die grandioseste Übersetzung, weil das eine vom Anaconda Verlag ist und die Übersetzungen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, sind nicht unbedingt dafür bekannt, die allerbesten zu sein. Sturmhöhe ist eine sehr, sehr dramatische Liebesgeschichte, eine Liebesgeschichte zwischen Heathcliff und Cathy, einer Tochter aus gutem Hause und einem, naja, in einer heutigen New Adult-Geschichte würde er wohl der Bad Boy sein, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ich würde es niemals mit New Adult vergleichen, das wäre nicht fair. Aber man hat den Bad Boy, man hat das gute Mädchen, das aber eigentlich auch gar nicht so gut ist, denn sie kann auch ziemlich anstrengend und zickig sein. Man hat wunderbare Ohnmachtsanfälle, wie sie zu dieser Zeit so üblich sind. Sturmhöhe ist dramatisch, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen kitschig, aber genau das macht es eben auch spannend und interessant und sehr, sehr gut geschrieben. Und dieses, ja, verflucht zu scheinende Paar zu verfolgen, von denen beide nicht sehr sympathisch sind, fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Kann man sich also mal angucken. Ich hätte euch natürlich in diesem Video auch so zum Thema Wälzer den Zauberberg empfehlen können, aber jetzt bleibt mal realistisch. Mein Video über den Zauberberg war jetzt auch nicht gerade so, dass ich es jedem wärmstens ans Herz legen würde. Ich habe es nicht gehasst oder so, aber es hat sehr, sehr lang gedauert. Wenn ich bedenke, wie viel ich im Moment lese, beziehungsweise wie wenig, würde ich für den Zauberberg wahrscheinlich ein Jahr brauchen. So, kommen wir zu einer Geschichte, die ich schon öfter mal empfohlen habe, tatsächlich, über die ich aber immer wieder gerne spreche, weil man sehr, sehr wenig davon hört. Und zwar Die gelben Augen der Krokodile von Katrin Pankoll. Ach so, meine Version von Sturmhöhe hat um die 400 Seiten. Die gelben Augen der Krokodile hat um die 600 Seiten. Es ist allerdings
sehr, sehr leichte Lektüre. Also es ist jetzt nicht irgendwie super dämlich geschrieben, sonst würde ich es euch auch nicht empfehlen. Aber das hier ist tatsächlich von der Schreibweise, es ist einfach ein toller Unterhaltungsroman. Das heißt, auch von der Schreibweise her liest es sich total locker und leicht. Man hat abwechselnde Perspektiven. Das kann am Anfang ein bisschen verwirrend sein, weil es wirklich viele Perspektiven sind, aber irgendwann blickt man da sehr gut durch, wie ich finde, und hat dann daran sehr, sehr viel Freude, weil es einfach für viel Abwechslung sorgt. Die gelben Augen der Krokodile ist der Beginn einer Trilogie. Das heißt, ich zeige euch hier nicht nur einen Wälzer, sondern es folgen noch zwei weitere. Das dritte Buch fand ich schwächer als die ersten beiden. Die anderen beiden mochte ich allerdings sehr, sehr gerne. Und es geht im Grunde, im Kern des Ganzen, um zwei Schwestern. Die eine ist sehr, sehr hübsch und kommt damit gefühlt super leicht durchs Leben, wird von allen geliebt, bewundert, was auch immer. Und die andere Schwester ist dagegen so ein bisschen die graue Maus, hat so gefühlt so ein Durchschnittsleben, ist ziemlich unzufrieden und unglücklich. Und ja, diese Schwester, diese graue Maus schreibt ein Buch und die hübschere Schwester gibt sich für die Autorin aus. Das ist allerdings nur ein sehr, sehr kleiner Teil dessen, was hier passiert. Es geht im Grunde um alle großen Themen des Lebens. Also es geht um Liebe, es geht um Familie, um Freundschaft, es geht um alles Mögliche. Es kommen Erwachsene zu Wort, es kommen Teenager zu Wort, es geht um Patchwork-Familien. Also sehr, sehr, sehr viel, was so ein bisschen, wie ich finde, typisch für französische Romane ist. Also man hat immer sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und man kann sie einfach über die Bücher hinweg sehr lange verfolgen, ihre Entwicklung verfolgen. Also Personen, die hier noch Kinder sind, sind im dritten Band dann schon junge Erwachsene. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Es hat einen ganz wunderbaren Schreibstil, der manchmal vielleicht ein bisschen melodramatisch ist, ehrlicherweise, aber das auf sehr, sehr charmante Weise. Es hat so dieses besondere französische Flair an sich, was ich in Büchern auch nicht immer mag, weil es manchmal auch sehr schwermütig sein kann, wie ich finde. Das ist hier aber gar nicht der Fall. Also das ist wirklich einfach tolle Unterhaltung zum Weglesen, zum dran erfreuen, wenn man wirklich Bock hat, mal wieder so eine Trilogie oder Reihe durchzusuchten, kann ich euch das auf jeden Fall ans Herz legen. Dann, was wäre ein Empfehlungsvideo von mir ohne Murakami? Ich habe überlegt, ob ich an ihm vorbeikomme, aber nein, ich komme nicht an ihm vorbei. Und weil ich weiß, dass sehr viele 1Q84 auf ihrer, wenn auch nur imaginären Wunschliste haben und immer denken, nein, es ist so dick und dieses Buch sind auch gerade mal die ersten zwei Bände, die sind in einem Buch zusammengefasst und dann gibt es noch einen dritten. Und tue ich mir das wirklich an und ich weiß vielleicht auch gar nicht, ob ich Murakami mag und soll ich damit anfangen und überhaupt. 1Q84 habe ich wirklich innerhalb kürzester Zeit gelesen. Ich habe auch nach den ersten zwei Bänden direkt den dritten angeschlossen, was, wie ich finde, auch ganz klug ist. Also ich bin ja sowieso nicht nur bei Büchern, sondern auch im Alltag ein sehr, sehr vergesslicher Mensch. Und habe dadurch mit Reihen, Trilogien, was auch immer, so ein bisschen meine Probleme, mich an alles zu erinnern. Und es gibt ja Folgebände, die machen einem das leichter, weil sie nochmal so ein bisschen was aufgreifen. Es machen Folgebände schwer, weil sie einfach so weitererzählen. Man fragt sich, was genau war vorher nochmal. Und hier ist es einfach so, dass schon viel passiert, dass Murakamis Erzählweise ja auch sehr, sehr besonders ist und sehr, sehr abstrakt an vielerlei Punkten. Und es deswegen eine ganz gute Idee war, direkt mit dem dritten Band weiterzumachen. Und 1Q84 ist eine Art Parallelwelt, in die ein junger Mann rutscht und sich dort zurechtfinden muss. Und es passieren allerlei Dinge, die in der wahren Welt nicht möglich wären. Und ich denke, man kann auch damit anfangen, wenn man noch nichts von Murakami gelesen hat. Es ist natürlich direkt, allein von der Seitenanzahl her, eine ziemliche Herausforderung. Aber es ist einfach Murakami pur. Und anhand dessen kann man dann schon mal entscheiden, mag man seine Verrücktheiten oder mag man sie nicht. Ich persönlich mag sie ja sehr gerne. Also nehmt euch im Sommer vor, 1Q84 zu lesen. Es ist wirklich, es sind, die ersten beiden Bände haben 1000 Seiten. Sie sind nicht sehr groß bedruckt, aber auch da habe ich nicht lange für gebraucht. Ich konnte einfach nicht aufhören zu lesen. Eine große Empfehlung von mir jederzeit, aber insbesondere jetzt auch für den Sommer. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich auch
mit Sicherheit schon empfohlen habe, weil ich finde, dass dieses Buch mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Das habe ich auch schon zu Katrin Pankoll gesagt, aber bei dem Buch liegt es mir noch ein bisschen mehr am Herzen, weil es aus vielerlei Gründen wirklich ein Herzensbuch für mich ist, das ich eigentlich nochmal lesen sollte. Und zwar Der Fliegenfänger von Willie Russell. Dass ich es gelesen habe, ist schon eine ganze Weile her. Das war, deswegen sieht es auch so, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera erkennt, sehr, sehr gelblich und geliebt aus. Ich habe es gelesen, als ich in Kenia war damals und hätte nicht erwartet, dass ich es so sehr lieben würde. Also ich kam auf dieses Buch durch einen total komischen Zufall. Ich habe nämlich im Fernsehen rumgesäppt und bin hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt bei der Büchersendung, Literatursendung von Jürgen von der Lippe. Ich habe keine Ahnung, ob es die noch gibt. Ich habe die auch sehr, sehr selten gesehen. Und da hatte er immer einen Prominenten als Gast und sie haben Bücher vorgestellt, klar, und haben aber auch ganz viel gemeinsam aus Büchern vorgelesen, was diese Bücher einfach nochmal witziger gemacht hat, weil er eben sehr, sehr oft auch Gäste hatte, die das sehr, sehr gut und sehr lebendig vorlesen konnten. Und da hatten sie Den Fliegenfänger von Willie Russell und das habe ich mir irgendwie gemerkt. Ich hatte vorher noch nie davon gehört. Ich habe auch danach dieses Buch nie wieder irgendwo gesehen und es ist so grandios gut. Es hat um die 500 Seiten und auch hier war ich innerhalb kürzester Zeit durch und es war so ein Buch und das habe ich super selten. Es war ein Buch, bei dem ich mich gezwungen habe, zwischendurch aufzuhören zu lesen, weil ich nicht wollte, dass es endet. Ich hätte es, glaube ich, noch viel, viel schneller durchlesen können, aber ich wollte einfach nicht. Ich muss das Buch wirklich nochmal lesen. Dass ich es jetzt gelesen habe, ist, wann war ich dort? Es ist 8 Jahre her und ich habe gerade das Bedürfnis, es nochmal zu lesen. Also es geht um den 11-jährigen Raymond und dieses Buch ist im Grunde in Briefform geschrieben, denn er schreibt Briefe an seinen Lieblingssänger, an Morrissey, in denen er von seinem Leben erzählt. Und sein Leben besteht darin, dass er im Grunde eher ein Außenseiter ist, dass er es auch nicht unbedingt leicht hat im Leben. Seine Familienkonstellation ist nicht so gut. Er hat auch Schwierigkeiten, Freundschaften zu knüpfen, sich an der Schule zurechtzufinden und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass er so besonders ist, lernt er auch ganz besondere Menschen kennen. Und wir haben in diesem Buch so wunderbare, liebenswerte, witzig, tragische Charaktere. Es ist einfach nur wunderbar. Also es ist so ein Buch, das Tragik und Komik ganz genial miteinander verknüpft. Ich kann es euch nur absolut, absolut ans Herz legen. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, ich habe sowieso ein Herzchen für die Außenseiter. Und das Buch hat mich wirklich direkt mitten ins Herz getroffen. Ich muss es immer mal wieder erwähnen, weil ich finde, es muss mehr gelesen und mehr geliebt werden. Der Fliegenfänger ist einfach nur wirklich genial. So, zu guter Letzt ein Buch, bei dem auch ich sehr, sehr lange gebraucht habe, bis ich es endlich in die Hand genommen habe, weil ich mir dann zwischendurch auch gar nicht mehr so sicher war, ist es wirklich mein Ding? Es war nicht so tragisch. Ich habe es geschenkt bekommen sozusagen, es ist mir überlassen worden. Also ich habe es mir nicht für viel Geld gekauft, dann wäre es bei mir irgendwo vergammelt. Aber ich habe gedacht, ja, ich nehme es mal mit, ich behalte es mal, vielleicht kriege ich irgendwann mal Lust, es zu lesen. Dann zwischendurch war ich mir doch nicht so sicher. Und dann habe ich aber so viele Empfehlungen gesehen, auch von Menschen, die nicht unbedingt in dem Genre lesen, dass ich dachte, okay, was soll's, mach jetzt einfach. Der Übergang von Justin Cronin, der Wälzer unter den Wälzern irgendwie. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auch das der erste Teil einer Trilogie ist. Es tut mir sehr leid. Ich empfehle euch Bücher, die euch direkt richtig in Schwierigkeiten bringen. Ich habe auch den zweiten Band gelesen, die 12. Nein, Moment. Der zweite Band war nicht die 12. Der zweite Band ist nicht hier hinter mir im Regal. Doch, der zweite Band ist die 12. Den habe ich gelesen. Den fand ich genauso genial wie den ersten und den dritten Band habe ich schon hier. Und wie gesagt, mein Reihen- und Trilogienproblem, ich muss ihn bald lesen, habe ich dieses Buch geliebt. Oh mein Gott, wirklich unfassbar genial. Die ganze Story ist genial, die Schreibweise, es ist so, so gut gemacht. Daraus soll ja eine Serie werden. Ich bin extrem gespannt darauf. Ich hoffe, dass es gut umgesetzt wird. Bin auch ganz happy damit, dass es eine Serie wird, weil ich glaube, Filme hätten mich dann nicht glücklich gemacht. Der Übergang. Es ist super schwer zu beschreiben, worum es geht, weil es so viel ist und auf so viel, also in so einer großen Zeitspanne spielt. Im Grunde
ist es eine apokalyptische Geschichte. Es geht um ein Experiment mit Todeskandidaten aus dem Gefängnis, das furchtbar schief geht. Also es sind Todeskandidaten, weil die, also Menschen, die für ihre Verbrechen mit dem Tode bestraft werden sollen, die für diese Experimente ausgewählt werden, weil sie, naja, im Grunde am Rande der Gesellschaft leben. Also niemand würde sie wirklich vermissen. Vermutlich hätte auch niemand großartige Probleme damit, wenn man wüsste, dass an ihnen rumexperimentiert wird. Und man weiß eben anfangs nicht so richtig, worauf soll das Ganze hinaus, was sind jetzt die Experimente, was wird aus ihnen gemacht. Aber letzten Endes ist es eben so, dass diese Versuchsobjekte irgendwann rebellieren und ausbrechen aus dem Labor und damit im Grunde das Ende der Welt, so wie wir sie kennen, einläuten. Und damit wird das Ganze auch zu einer Art Zombie-Geschichte, aber das trifft's nicht. Zombie klingt so trashig, aber ich finde, es ist super gut gemacht. Also das, wir erleben eben das Ganze, wie es passiert und wie sich das Ganze entwickelt, was ich super toll finde, weil ich habe ganz oft, also ich habe jetzt noch nicht so oft solche Zombie-Geschichten, wenn dann überhaupt gesehen, gelesen eigentlich gar nicht. Aber auch bei irgendwelchen, mir fehlt das Wort, ihr wisst schon, nicht Utopie, sondern diese ganzen Jugendbücher, wie auch immer. Mir fehlt ganz oft die Erläuterung, wie es dazu gekommen ist. Ich fände es total interessant zu wissen, wie diese Form von Weltordnung entstanden ist, was da passiert ist, welche große Katastrophe, wie auch immer. Und in diesem Buch habe ich das und das befriedigt mich auf so einer tiefen Ebene, weil ich dann endlich auch die ganze Hintergrundgeschichte habe und es liebe. Genau, auf jeden Fall passiert das Ganze und dann erleben wir die Welt einige Zeit später. Es haben einige Menschen überlebt, aber nicht viele und müssen eben versuchen, auf dieser Welt zurechtzukommen und zu überleben. Und dann gibt es noch ein kleines Mädchen mit besonderen Fähigkeiten, die möglicherweise dazu in der Lage ist, gegen diese Wesen etwas auszurichten. Es klingt wahnsinnig abgefahren und auch irgendwie vielleicht dämlich, wenn man es so erzählt. Aber ich fand es extremst spannend, wirklich. Auch hier gibt es unterschiedliche Erzählperspektiven. Es gibt immer mal Zeitsprünge, dann auch im zweiten Band, was ich total gut finde, weil man dadurch einfach eine ziemlich tolle Storyentwicklung hat und es einem gerade über diese vielen Seiten hinweg eben nicht langweilig wird. Ich habe mich in den zweiten Band auch wieder ganz gut eingefunden, obwohl es leider viel zu lange her war zwischen dem ersten und dem zweiten. Und trotzdem bin ich ganz gut damit zurechtgekommen. Also dieses Buch wirklich, traut euch. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich weiß ja, wie es mir selbst ging. Mir musste es auch ein paar Mal eingetrichtert werden, bis ich es endlich in die Hand genommen habe. Aber ich habe es nie bereut. Also schaut es euch mal an. Auch wenn solche Geschichten vielleicht ansonsten nicht so euer Ding sind, aber ihr allgemein vielleicht, keine Ahnung, auf Spannung, Thriller, was auch immer steht, euch auf sowas ein bisschen einlassen könnt. Es ist von mir wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung. Jetzt habe ich richtig Lust, den dritten Band zu lesen. Sollte ich vielleicht mal machen. So, das waren 5 Wälzer, die ihr jetzt im Sommer vielleicht gerne mal in die Hand nehmen könnt, wenn ihr euch überwinden könnt. Ich gebe zu, sie mit in den Urlaub zu nehmen, wäre ziemlich schwer. Aber da muss man dann halt durch. Dann nehmt ihr euch halt nur einen Wälzer mit. Dann muss man Prioritäten setzen oder ihr lest ein E-Book. Schluss mit den Ausreden, das sag ich. Ich brauche auch immer viel zu lange, bis ich dicke Bücher lese. Egal. Ich hoffe, meine Empfehlungen haben euch gefallen und es war was für euch dabei. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne schreiben, was ihr so in den Büchern haltet und ob auch ihr dicke Bücher eher lange ungelesen rumstehen lasst oder ob ihr sagt, ich liebe dicke Bücher, ich kenne nichts Schöneres als 1000 Seiten Geschichte zu haben. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansichten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!